Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 76. Schön, dass ihr reinguckt. So, hier sind wir stehen geblieben beim letzten Mal. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich mir hier ein neues Lager aufschlage. Da brauche ich nicht so weit zu laufen. Ich kann hier ausruhen. Kann ich dann sagen, wie lange oder so oder wie oder was? Passiert da irgendwas? Oh ja, guck mal, meine. Durch das Ausruhen wird mein TP. So, da baue ich hier draußen irgendwo mein Camp wieder neu auf. Oder ich laufe Richtung Quest. Muss ich mal gucken. Gut. Dann auf. Quest begonnen schon wieder. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet Mal die Farbe schnellstmöglich. mit, aber. Danke für Ihre Kooperation. Sag mal, wo ist denn hier die Treppe? So, hier könnte ich alles. Pulli? Bring mir was Hübsches mit. Ja, mache ich. Okay, so, da gehen wir mal raus. Okay, Honigbestie. Ist ja schon mal was, ne? Okay, also ich versuche die Ladebildschirme jetzt immer wieder raus zu pausieren. Wir müssen jetzt in diese Richtung. Es ist ja gar nicht so weit. Crane's Schatz. Aber ich wollte ja eigentlich bist überladen. Super. Ich wollte eigentlich ein Lager bauen. Freiwilligenregel, ja, das wollte ich noch warten. Ich laufe mal ein Stück hier rüber und gucke mal, ob ich da irgendwo mein Lager hinmachen kann. Dann lade ich aus. Das hier gut ist, weiß ich nicht. Z. Enter. Kostet das Geld? Weiß ich gar nicht. 7. Oh, 7. Das ist viel. Hier alles hingebaut. Ja. So. Okay. Erstmal alles hier rein. So, Schrott weg. Und was ist denn mit dem Zeugs hier? Auch weg. Nee, das machen wir nicht weg. Da brutzeln wir erstmal was von.
Okay. Hirnpilzsuppe. Das war doch gut. So, Getränke. Gut. Genau, ich wollte eigentlich nochmal zurück in dieses, da wo ich vorhin war. Nochmal nach den Dings gucken. Zum Modden wechseln. Die Impro 50er Schaden. Pumpgun 55, Jagdgewehr 45. Warte mal. Da kann ich jetzt noch nichts machen. Gegenstände verwerten. Da wollte ich auf jeden Fall mal noch gucken. Rohrzange. Ja. Durchdringen. Das ist doch schon mal gut. Waffe hatte ich die. Oder die. Machen wir die. Weg. 45. Schad, 308er Munition. Fernglas weiß ich jetzt noch gar nicht. Was? Okay. Die ist im ziemlich schlechten Zustand. Nee. Kann ich die auch reparieren? Space. Ist ja wirklich im schlechten Zustand. Das Scharfschützengewehr. Untersuchen. T. Ach, ich kann die umbenennen. Reparaturkit 4. Okay. Gut. Aktuelle Mods. Scharfschützengewehr. Opas. Sniper. Das ist doch gut. Zurück. Die 10 mm. Können wir die noch mal verbessern? Nee. Blicksvisierkreis. Mal angucken. Pumpgun, geht da noch was? Nee. Geht nix. Impro-Repetierer 308er. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau.
Also, ich muss mal gucken. Zustand ist okay. So, zur Herstellung wechseln. Nee. Okay. Erledigt. So, mal gucken, was wir hier. Was wird eigentlich dieses Fleisch? Nur mal Interesse halber. Stapelgewicht 6. Okay. Immerhin, ne? Ist schon eine Menge. Bauplan, Lederrüstung, Beine robust. Okay. Stehen denn her? Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Okay, machen wir später. Schrott mal weg. Favoriten, Waffen. Ich schmeiß das Jagdgewehr jetzt auch hier rein. Genau. Wenn, dann benutzen wir das, aber das ist, glaube ich, die mit dem Einzelschuss. Ne? So, und hier müssen wir jetzt mal gucken, wenn wir das ja gelernt haben, da könnten wir ja eigentlich hingehen und das ein wenig verbessern. R. Gekocht. Standard, ne. Gibt's also offensichtlich nichts anderes. Standard verschweißt ohne gepolstert. Okay. Hier backt ein bisschen Kork. Was bringt denn das? Mehr Gewicht und sonst nichts. Ah, reduziert Fallschaden. Lassen wir mal. Erstmal. So, ich wollte noch mal zurück zu diesen Jukeboxen. In Somerville, genau. Und das war ja. Ja, das Geld geben wir aus. Aber wenn ich mehr viel haben, ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen, doch noch mal ein bisschen was finde zum Verkaufen, ne? So, da sind wir wieder. Oh, es freest schon wieder. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Ob wir irgendwas finden in der Richtung. Wasser. Aber ich. Sag mal, da laufen aber einige rum von denen. Naja, Lurks.
So, ich muss jetzt mal gucken. Ich kann doch. Essen und trinken. Trinken müssen wir, ne? Gegrillte Red Kakerlake. Ja, machen wir die auch mal weg. Und die Suppe. Geröstetes Fleisch. Dann machen wir das doch auch mal auf die C. Favoriten. Haben wir doch, können wir doch gleich zu. Ach, immer die falsche Taste. So. Im Zielbereich. Jukebox. Okay. Station. Ist eine große Frage, wo finde ich das? Da war mal drin. Da ist doch einer. Ja. Nur wieder aus, weil ich nicht weiß, was da für Musik rauskommt. Das jetzt gezählt? Nein, ja, ne? So. Okay, ich muss sie nur kurz aktivieren. Dann zählt das, ne? Oh, Zeugs. Das ganze Zeug. Gut, ich brauch's ja. Ich brauch's. Ja, ich brauch's. Ich weiß. Alles Schrott und Material zum Aufwerten und Reparieren und was weiß ich.
Problem ist immer nur, ich muss immer dann gleich nach Hause reisen und alles wieder irgendwie wegräumen, ne? Das ist halt der Nachteil. Was war das? Ja. So, hier ist aber auch irgendwo noch eine Juckbox. Die Juxbox. Na, hier ist doch schon Gaststätte und da muss auch sowas sein. Da ist es schon. Nein, nein, nein. Erledigt. So, eine hätten wir noch. Eine hätten wir noch. Ist jetzt natürlich die Frage. Aber der SO-Tronik funktioniert noch. Ist ja Wahnsinn, ne? Gut, dann nehmen wir die auch noch, die andere. Und dann geht's weiter. Sehr wenig los hier, ne? Ist ja okay. Zetteldruckmaschine. Hm. So, okay, komm, jetzt lass dich nicht aufhalten und such diese dritte Juxbox. Ach ja, gut, okay, wenn ich schon mal hier oben bin, geht's aber ganz schön hoch. Mentas. Hm. Keine Drogen, bitte. Ja, Bierflaschen, Glas brauchen wir ja auch. Ne? Für irgendwas immer. Wundert mich nur, dass hier so wenig Gegner sind. Also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht so viel. 44er. 308er. Das geht ja fix, hä? 10 mm. Schießpulver, okay. Also, hat sich schon gelohnt, hier hochzurennen. Sag mal. Waffen. Ist klar. Okay, dann runter. Oh, hoppla. Das war nicht der Plan.
Okay. Es gibt noch viel zu entdecken hier. Das werde ich auch im Laufe der Zeit machen. Aber ich würde jetzt gerne die Jukebox da noch finden. Und mal sehen, vielleicht... Kann ja nur hier in diesem Gebäude sein, ne? Da ist er. Das hat ein bisschen Kohle gebracht, ne? Fertig. So, haben wir abgeschlossen, ne? Ja. Kurz mal gucken, wie schwer sind wir? 158. Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich mich jetzt hier noch ein bisschen umgucke, die paar Minuten. Dann werde ich nach ins Camp reisen. Damit ich wieder rauskomme. Und ausladen und dann gehen wir weiter zu der nächsten Mission, ne? Das ist so der Plan. So, Stimmzetteldruckmaschine, gibt es ja genug davon, ne? Rein? Nee. Das hier ist ja jetzt nicht das, wo ich eben war, oder? Doch. Doch, da war ich. Hier auch? Nee. Oder? Nee. Waren wir nicht. Okay. Schön. Halt. Zehn mm, das ist doch mal was, ne? Okay, warte mal. Hier noch was. Abgekochtes Wasser, sehr gut. Okay, ja, würde ich sagen. Im Moment laufe ich ziemlich planlos hier rum. Hier muss ich aufpassen. Friedhof.
Oh ja, Holz. Sollte man immer mitnehmen. Brauchen wir ja doch ständig. Ich bezweifle, dass man hier noch Stimmen ergattern kann. Aber man weiß ja nie. Kirche ist leider nicht geöffnet. Ne. Naja, ist immer so eine Sache bei solchen Spielen. Weiß man ja nie. Okay. Ach so, okay. Gut, kann man nichts machen offensichtlich. Ach so, noch mehr. Ja, okay. Kommt überall das Gleiche raus. Prima. Dann würde ich sagen, nächste Quest ist ziemlich weit weg. Dann reise ich jetzt zurück zum Camp. Ach, da kostet nichts, Schnellreise. Öffentliches Symbol aus. Ach, das kann man ausschalten. Ja, ich weiß nicht, wo er das Bild her hat. Also ich ganz am Anfang wollte ich ja mal eine Frau spielen, aber beim Multiplayer ist es immer ein bisschen blöd, dass ich dann mit einer Männerstimme, wenn es mal dazu kommt. Okay, ja, Zeit ist gut. Ich werde jetzt hier ausleeren. Wo ist denn mein Camp? Hallo? Da. Mal gucken. Haben wir irgendwas zum Verwerten? Alles so findet. Das bringt wahrscheinlich nur so Inventar. Waffen. Haben wir irgendeine Waffe zum Zerlegen? Nee. Rüstung. Nicht viel geändert. Da gibt es nichts zum Verwerten. Okay, gut. In diesem Sinne gibt es jetzt Ehrengewitter. Würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Gamer. Ciao.